Kommen wir zur Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen dem FK Austria Wien und dem Spusu SK in St. Pölten. Bei mir darf ich unseren Cheftrainer Gerald Baumgartner begrüßen. Gerald, am Ende hat es leider nicht gereicht. Eine 1:2 Niederlage besiegelt für unsere Wölfe leider in dieser Saison den letzten Tabellenplatz. Wie würdest du die heutige Partie zusammenfassen? Ja, schönen guten Abend. Erstens, ich glaube, wir sind nicht so gut ins Spiel reingekommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Die Austria ist sehr ballsicher, positioniert sich gut am Spielfeld, spielt in die Räume, in die Lücke, schiebt dann auch mal den Ball hinter die Abwehr, wo die eingerückten Außenspieler tief gehen. Das hätten wir eigentlich mit der Mannschaft besprochen. Trotzdem haben wir das eine oder andere Mal das zugelassen, auch beim 1:0, dass uns das passiert. War aber trotzdem das 1:0 ein bisschen unglücklich, weil wir eigentlich den Ball selber abgewehrt haben. Der Rix, der Tormann, dann den Ball nicht festhalten konnte und somit kurioses Tor ein bisschen passiert ist. Wir konnten aber dann selber mit einem abgefälschten Ball ausgleichen. Zweite Halbzeit waren wir vielleicht ein bisschen besser im Spiel, konnten aber uns doch nicht die Chancen rausarbeiten, die wir uns über die Seite normalerweise oder durchs Zentrum herausarbeiten wollten. Haben eher gefährlich waren über Standards und dann Ende des Spiels, wo wir doch auch über die Außenseiten gespielt haben. Und ich denke schon, dass wenn ein Spieler zum Ball geht, wie es beim zweiten Tor passiert ist, und der Gegenspieler Mondschein touchiert ihn und er kommt dann zu Fall, dass man da Foul geben muss. Ja, da gibt es für mich keine zweite Meinung. Aber das Nicht-Gute in dieser Szene war, dass die Austria den Ball zur Mitte spielt. Unser Innenverteidiger Maranda leider den Ball gut am Fuß hat, aber nicht weit genug abwehrt. Somit hat Austria das schnell überrissen, den zweiten Ball genommen und Grüne hat ihn sehr schön reingeschossen. Es ist natürlich sehr bitter, wenn du dann hinten nachläufst und immer viel riskieren musst. Die Austria ist dann das eine oder andere Mal gut in Kontersituationen gekommen, was wir wieder ganz gut verteidigt haben oder die Austria nicht gut genug fertig gespielt hat. Ist natürlich sehr bitter. Wir wollten die 3 Punkte machen, waren eigentlich in der Halbzeit gut drauf, dass uns das auch gelingen kann. Somit ist das jetzt passiert, wie es passiert ist und jetzt müssen wir hoffen, dass morgen die Spiele in der zweiten Liga so ausgehen, wie es von der Qualität her sein sollte. Und dann wissen wir mehr bezüglich Relegation. Vielen Dank, darf um eure Fragen bitten. Hannes? Noch nicht so lange dabei, aber rückblickend auf die Saison, du hast die große Macht, die Liga immer verfolgt. Was war für dich ausschlaggebend, dass im letzten? Ich glaube, dass das heute so ein Spiel war, wie es vielleicht im Frühjahr sehr oft war bei St. Pölten, dass man zwar ein bisschen dabei ist, aber trotzdem nicht wirklich gut dann dabei ist, dass man immer zu leicht die Tore kriegt, ja, und vor allem, dass in der Offensive, vor allem über die Verteidiger habe ich gern, dass wir Torchancen kreieren und das ist heute wenig passiert und deswegen müssen wir das in weiterer Folge angehen, dass wir da besser werden, weil wenn der Gegner im modernen Fußball viel das Zentrum zumacht, dass man dann doch über außen kommt. Das liegt aber nicht nur abhängig von den Außenspielern, sondern eher auch, wie die Verteidiger rauf und runter marschieren. Also ihr wisst alle, was ich damit meine, aber da gibt es jetzt keinen Vorwurf. Wir müssen jetzt versuchen, bei der Mannschaft die Köpfe frisch zu bekommen. Gegen Alltag hat es schon sehr gut ausgeschaut. Und es ist niemand anderer schuld als wir selber, dass wir in der Situation sind. Und da lasse ich auch keine Ausreden gelten. Aber wenn es noch eine Joker-Relegation gibt, dann müssen wir den annehmen und müssen bereit dazu sein. Und da gilt jetzt die vollste Konzentration. Morgen um die Zeit wissen wir mehr. Gerry, das letzte Spiel gegen den TSV Hartberg, es geht nur mehr um die Ehre, es geht um die Statistik, aber
für euch um mehr. Es geht darum, endlich einmal dieses Erfolgserlebnis zu haben, um positiv in die Relegation zu gehen. Nach einem Spiel wie heute, wo man, wie du richtig sagst, man war drinnen, aber doch nicht drinnen und in Wahrheit auch nicht zwingend genug. Wie gehst du dieses Spiel an und was könnt ihr auch aus einem solchen Spiel wie heute mitnehmen, dass du deiner Mannschaft das Positive zeigen kannst? Ja, erst einmal, wer mich kennt, der weiß, dass wir jedes Spiel hundertprozentig ernst nehmen, ja, ob das jetzt in der Meisterschaft ist oder in einem Cup-Bewerb. Ja. Wir sind Profis genug, dass wir wissen, dass wir die beste Mannschaft aufstellen werden, die zur Verfügung steht. Wir werden einen Matchplan ausarbeiten, wo wir so angehen, dass wir das Spiel auch gewinnen können. Bei Hartberg geht es ja wahrscheinlich noch um einiges. Ja. So werden wir es mal anlegen, professionell und mit all unserem besten Mannschaft. Und dann, wenn es Relegation gibt, und das wissen wir morgen, werden wir sie bestmöglich auf das vorbereiten. Und ich denke nicht, dass die Mannschaft psychologisch in so einem Knacks ist, dass wir nicht die Relegation frohen Mutes angehen können. Weitere Fragen? Bitte. Blöde Frage vielleicht, aber wer wäre das gegen eine Relegation, wenn man es so jetzt tendenziell einmal auslotet, der angenehmer wäre und der andere? Ich glaube, dass... Mir persönlich ist es heute egal, wer das werden wird, weil beide Gegner sehr viele Spiele gewinnen, beide Gegner in der zweiten Liga auch jetzt im Frühjahr zeigen, dass sie unbedingt in die erste Liga wollen. Wir werden das tausendprozentig professionell angehen und wollen alles versuchen, dass man, wenn es Relegation gibt, da nichts anbrennt und da drüber kommen. In der Relegation wird es definitiv auch eine Willenssache werden. Man hat heute einigen Spieler, hat man gesehen. Den haben wir. Sie wollen. Gehen wir abkürzen, den haben wir. Hundertprozentig. Dafür sorge ich, dass wir den haben. Man hat den Spielern gemerkt, dass sie den Willen gehabt haben, dass sie den Willen auch gezeigt haben. Man hat aber diese letzte Durchschlagskraft, dieser letzte Handstoff gefehlt. Ist es dann am Ende eine Kopfsache? Nein, man hat schon gesehen, es war jetzt wieder das dritte Spiel in einer Woche. Ja, das ist ja nicht so einfach. Wir haben sehr viel Laufarbeit verrichtet beim letzten Spiel. Auch die Austria hat man gesehen, dass die jetzt nicht mehr bis zum Schluss so viel läuferische Akzente setzen konnte. Das hat man auch bei uns gesehen. Den Willen haben die Jungs, auch die Mentalität, dass man bei einer Relegation bereit sind. Ich kann nur das sagen, weil ich das offen und ehrlich auch spüre jeden Tag, wie das ist in der Mannschaft und es wird keine leichte Aufgabe werden, aber wir werden das angehen. Gut, dann sage ich vielen Dank und einen schönen Abend.